dance and turn up the sound. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier bei MMA ohne Maske. Ihr seht schon, ich habe einen Gast an meiner Seite, zu dem komme ich gleich. Wenn ihr schon mal hier seid, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommentiert mal, wen wollt ihr als nächstes als Interviewgast bei mir zu Gast haben, mit wem soll ich ein bisschen quatschen. Und checkt vor allen Dingen Vesletas und CBD Black Magic aus, unsere beiden Sponsoren. Link findet ihr in der Bio, dann bekommt ihr mit Code MOM immer maximale Prozente und seid gut ausgestattet. Jetzt zu meinem Gast, ich brauche ihn wahrscheinlich gar nicht vorstellen, Hussein Kadimagomayev. Erstmal, wie geht's dir überhaupt? Mir geht's gut, wie geht's dir, Ilan? Grüßt uns alle, grüß dich auch. Danke, danke, danke. Ja, mir geht's auch gut, mir geht's gut. Ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat zwischen uns, weil wir wollten ja schon vor dem letzten Kampf eigentlich ein Interview machen. Ja. Bei Unity Fight Series, damals hat es nicht geklappt, weil bei dir in der Vorbereitung, du wurdest ein bisschen krank, glaube ich, ne? Was war da? Ja, ich bin jetzt momentan auch ein bisschen erkältet, aber jetzt okay. Haben wir Zeit gefunden. Ja. Sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Warum wir überhaupt sprechen, hat einfach den Grund, du hast jetzt, sag ich mal, deinen ersten großen Vertrag, kann man sagen, unterschrieben bei der PFL bzw. Bellator. Darüber sprechen wir aber gleich erstmal, weil ich glaube, wir wollen dich auch ein bisschen mehr kennenlernen, sag ich mal. Ich glaube, für die meisten Zuschauer ist immer auch interessant, so ey, was steckt hinter diesem Kämpfer überhaupt? So klar, jetzt, man weiß, du bist in Europa eines der größten Talente und besten Kämpfer, aber was steckt überhaupt hinter Hussein Kadimagomayev? Und deswegen finde ich immer interessant zu wissen, erzähl mal so ein bisschen, wie waren so deine Anfänge im MMA? So, wie bist du überhaupt auf diese Sportart gekommen? Was hat dich inspiriert? Erzähl mal so ein bisschen. Ich habe gerungen, also in Tschetschenien, ich war Ringer, ich war aber jung, so bis 14 Jahre nur gerungen, ich habe nichts anderes gemacht. Dann sind wir nach Schweiz umgezogen. In der Schweiz habe ich so meinen ersten Amateurkampf gemacht. Ich habe so einen Monat trainiert, MMA. Dann habe ich schon meinen ersten Amateurkampf gemacht. So, ich habe mir nie gedacht, dass ich MMA kämpfen werde oder so. Ich habe mir nur einen Wunsch gehabt, an die Olympischen Spiele teilzunehmen in Ringen. Ich habe immer diesen Wunsch gehabt, aber ich bin hierhin umgezogen, dann so, ich brauchte so Schweizer Pass, damit ich international ringen darf. Dann habe ich das alles gesehen. Ich wusste mir, das dauert einfach alles zu lange und das ist sehr, sehr schwer. Dann habe ich einen Monat so trainiert, MMA hat mir gefallen. Nach einem Monat hat der Trainer schon gesagt, komm, willst du kämpfen? So habe ich dann ersten Amateurkampf in Deutschland gemacht. Mein erster Amateurkampf war in Deutschland. Krass, krass. Also das finde ich auch interessant, sowas bekommt man ja auch nicht mit, so dass du auch Olympia kämpfen wolltest. Ich denke mal, du verfolgst auch aktuell so ein bisschen dieses Ringen wahrscheinlich bei Olympia. Ja. Ja. Und ich glaube 2015 war das, glaube ich, dein erster Amateurkampf. Du hast eine perfekte Bilanz eigentlich von 18-0, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Amateurbereich. So, wann hast du so gedacht, ey, so reicht jetzt langsam, mich kann eh keiner schlagen, ich bin eh der Beste im Amateurbereich. Wann hast du gedacht, so, ey, reicht jetzt langsam, ich will jetzt auch Pro kämpfen und da alle zerstören? Wenn ich jetzt in der Zeit zurückholen könnte, ich würde noch mehr Amateur kämpfen. Ich würde sogar noch vielleicht 18 Kämpfe mehr machen, weil damals gab es nicht diese IMMA World Championship, European Championship. Ich habe bei Shoto Europameisterschaft gekämpft in Karlsruhe. Ich war so 16 Jahre alt. Da dürfte man erst ab 18 teilnehmen. Dann habe ich so eine schriftliche so Beweisung, dass meine Mutter mir erlaubt, dass ich da kämpfen darf. So habe ich das geschrieben und so habe ich da teilgenommen und gewonnen. So, ich war 16 Jahre. Ich habe mir, also dann habe ich so 18 Kämpfe gemacht. Letzter Kampf war so gegen eine gute Amateurkämpfer, BJJ Schwarzgurt, aber war richtig gut. Habe ich gegen den gewonnen. So hat mein Trainer gesagt, komm, jetzt reicht, solltest du langsam Profi kämpfen. Aber das war für mich so wie
keine Ahnung, so wie in der UFC zu kämpfen. So erster Profikampf damals, das war so ein richtig großer Schritt. Aber jetzt, wenn ich überlege, ich würde noch mehr Amateur kämpfen, weil mit dieser Amateurerfahrung mir war es viel einfacher, so zum Profi zu steigen. Ich habe mich einfach so wohl gefühlt. Ich habe mich einfach gefreut zu kämpfen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde noch mehr Amateur kämpfen. Jetzt, heutzutage sind so die jungen Kämpfer wollen direkt zum Profi gehen, Profi kämpfen. Ich würde empfehlen, erstmal 20, 30, 40 Amateurkämpfe machen. Danach, es sind ja bei mir nur 18 Amateur-MMA-Kämpfe. Ich habe noch sicher so 100 Grappling-Kämpfe oder Krass. 200, 300 Ringen-Kämpfe. Ich habe sehr viel Amateur gekämpft. Und trotzdem, ich fühle mich so, ich könnte noch mehr erfahren sein. Also ich brauche noch mehr Erfahrung. Ich fühle mich trotzdem so. Und das, obwohl du so mittlerweile, sag ich mal, sehr hoch angesehen auch bist in Europa als Kämpfer. Viel mehr Leute haben dich mittlerweile auf dem Schirm. Was würdest du sagen, damals oder auch heute, wer waren so deine MMA-Idole, wo du so sagst, ey, so ich will so werden wie der, so weißt du, so zum Beispiel einer wie so Conor McGregor oder sowas, wo Leute, wo du so, oder Khabib zum Beispiel, wo du so guckst, ey, das waren so Leute, so die haben mich inspiriert zu kämpfen. Wer war das bei dir? Inspiriert, ich weiß nicht, ich habe so viel bei Ringen habe ich so Bouaysar Saitiev, so dreifache olympische Sieger, ich habe den zugeguckt, aber wenn ich jetzt zum MMA gewechselt habe, erste 2, 3 Jahre hat mich gar nicht interessiert, diese MMA-Kämpfe, ich habe gar nicht so nicht so viel Interesse gehabt, wenn es auch so UFC Events gab, ich habe sehr selten zugeschaut. Mir war es einfach Krass. egal. Ich habe einfach so aus Spaß das gemacht. Und dann hat mir so ein Klick gemacht. Ich kann das gut. Ich habe so, ich war 2019 oder 18 war ich in Thailand. Ich habe da erste Mal so mit Sabit trainiert, mit Zubairat Duhugo trainiert. Ich habe mit denen gerungen. Ich habe Sparring gemacht mit Mirbek Taisumo. Dann hat mir so ein Klick gemacht, ich kann doch, ich kann, ich habe mit dem gerungen, mit dem Sparring gemacht, mit dem Krass. und ich könnte ein bisschen was machen. Dann habe ich verstanden, ja, ich bin jung, ich habe Zeit, ich muss einfach trainieren und dann wird das kommen. Dann habe ich so angefangen, so Kämpfe zu gucken. Ich habe TJ Dillashaw geguckt, hat mir sehr gefallen. Ich dachte mir, ich werde 61 Kilo kämpfen in Zukunft. Ja. John Jones habe ich viel geschaut, DC habe ich viel geschaut und die letzte Zeit, Khabib hat aufgehört, aber seine Kämpfe gucke ich, keine Ahnung, in der Vorbereitung gucke ich fast jeden Tag. Ich habe Krass. von seinen Kämpfen so viel gelernt und ich denke, man kann das sehen, wenn man meinen Kampf zuguckt. Ja, krass auf jeden Fall, dass du dir immer noch so Khabib seine Kämpfe anguckst. Ich meine, ich denke, da kann man so viel lernen, auch wenn man schon gestandener Profi ist und so. So, wir haben jetzt darüber ein bisschen über deine Amateurbahn gesprochen, so wie du Profi geworden bist. Dann bist du Profi 2018 geworden. Hast schnell auch gute Leute gekämpft, auch geschlagen. Ich hab vorhin ein bisschen nachgeguckt. Du hast schon einen Jarno Ehrens sehr, sehr früh geschlagen, der damals, glaube ich, 8-1 stand oder sowas, der jetzt in der UFC ist. Hast bei Brave ein paar sehr, sehr gute Kämpfe gemacht. Ich erinnere mich da vor allen Dingen an den Kampf gegen, irgendwie war das Babaev, glaube ich, wo der erste Kampf war ja No Contest, den zweiten hast du Genau. gewonnen. Erzähl mal so ein bisschen von der Zeit bei Brave, weil. War das so eine Zeit, wo du so gemerkt hast, ey, ich kann auch auf diesem Top-Level mithalten? Ich würde nicht sagen, so wenn ich bei Brave gekämpft habe, habe ich mich so gefühlt, ich kann mithalten oder so. Ich habe das schon vorher so gesehen. Aber bei Brave habe ich vieles gelernt, wie man sich vorbereiten soll, wie man sich ernähren soll, wie man nach der Waage ernähren soll. Ich habe so nach, nein, zweiter Kampf bei Brave,
wo ich verloren habe. Ich habe erste Kampf gewonnen, zweite verloren gegen Koreaner. Da habe ich so sehr, sehr viel gelernt und seit dieser Niederlage war ich einfach ein ganz anderer Kämpfer. Ich weiß, ich bin mental, physisch, also ich bin viel, viel stärker geworden. Ja, ich denke, sowas. So viel sind auch solche Niederlagen, denke ich mal, auch wichtig. Ne? Klar, man will immer diese Null halten. Der Rekord ist extrem wichtig. Aber wie du auch gesagt hast, auch Niederlagen sind, denke ich mal, sehr, sehr wichtig in dem Sport, um auch Sachen zu lernen. Du hast gesagt, du hast auch viel sowas, so Vorbereitungen und sowas angeht, viel gelernt. Einer deiner engsten Freunde, glaube ich, oder ich würde es mal einschätzen, ist Lom Ali Eskiev. So mit dem trainierst du sehr, sehr viel. Ich habe gesehen, der ist, ich weiß nicht, wie lange schon in deiner Ecke, immer zumindest war es bei deinem letzten Kampf so. Erzähl mal so ein bisschen von der Story. Wie habt ihr euch kennengelernt? So, wie ist diese Beziehung zwischen euch? Lom Ali habe ich weiß nicht jetzt genau, ich denke, das war seit 2017 oder 2018 habe ich so kennengelernt. Bei damals gab es Superior, so eine Veranstaltung, da habe ich ihn kennengelernt. Ich habe schon vorher Lom Alis Kämpfe gesehen und zugeguckt, weil bei uns Tschetschener Lom Ali ist einer der so erfahrensten, so eine Legende sozusagen von tschetschenischen Kämpfern. Damals gab es nicht so viele Kämpfer. Ich habe Lom Ali zugeguckt, noch ein paar andere Jungs. Und da habe ich erst einmal kennengelernt. Dann haben wir so ein paar Mal geschrieben. Dann bin ich zum NFT gegangen. Damals hat Lom Ali da trainiert. Da haben wir erst einmal zusammen trainiert. Dann ist der Lom Ali zur UFD gekommen und in UFD haben wir jetzt letzte Jahre viel zusammen trainiert und ja, Ja, so war das. du hast auch gesagt, so ich habe in letzter Zeit bist du auch ein bisschen in Deutschland, sage ich mal, präsenter geworden. Liegt doch einfach daran, Lom ist zu Octagon gewechselt. Und da viele Leute haben ihn herausgefordert, unter anderem auch einen Eduard Kexel, der ihn herausgefordert hast. Und da hat man gesehen, so euren Zusammenhalt einfach zwischen euch Tschetschenern und so. Du hast sofort gesagt, ey, bleib mal locker, Lom ist eine absolute Legende, du hast gar nicht verdient, gegen ihn zu kämpfen. Da hat man dich so in Deutschland auch viel, viel mehr wahrgenommen. Erzähl mal so ein bisschen diese Story. So mit Eduard Kexel, so, weil ich glaube, viele interessiert das auch, viele haben so auch gehofft, vielleicht kommt der Kampf zustande zwischen dir und Kexel, wie ist das abgelaufen und warum ist der Kampf jetzt nicht zustande gekommen? Also, Eduard kenne ich seit ich weiß nicht wie viele Jahren. Also, ich sollte gegen Eduard kämpfen, ganz so vor 4, 5 Jahren oder so. Ich habe gar nicht Angebot bekommen. Shamil Banukaev, vielleicht kennst du, hat bei KSW gekämpft, 61er. Jetzt hat er aufgehört. Er ruft mich so auf einmal an, sagt mir so: Kexel will mit dir reden. Ich habe gesagt, wer ist das? Dann hat er ein Foto gezeigt, dann habe ich gesagt, okay. Dann hat mir Kexel gesagt, so, wir sind so gute Freunde. Ich habe so ein Angebot bekommen, gegen dich kämpfen, aber so, ich will nicht, wir sind Freunde, ist das. Ich habe gesagt, gar kein Problem. Ich dann, wieso, wenn er sagt, wir sind Freunde, ich will nicht gegen dich kämpfen, ich bin nicht so, ich werde nie sagen, komm, lass uns doch kämpfen, das ist doch nur Sport oder so. Nein. Wenn man sagt, er ist mein Freund, egal wie viel Geld eine Organisation mir gibt, ich werde nie gegen ihn kämpfen. Und dann ist jetzt ja 3, 4, 5 Jahre vorbei. Kexel hat ein paar Kämpfe gemacht, hat ein paar Leute besiegt. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er gedacht, dass er ein Superstar ist oder eine Maschine ist, der jede herausfordern darf. Sogar seine Freunde, also er nennt mich, hat mir so viel geschrieben, lass uns zusammen trainieren, lass mich zum UFD kommen, kannst du fragen, den Besitzer Ivan, ob ich kommen darf zum UFD, ich wollte mit dir und Lomali trainieren. Wenn man mir so schreibt, verstehst du, ich fühle mich, als er wäre mein Freund und ich werde so viel eine Gastfreundschaft für ihn zeigen, so viel wie es geht.
Und wir haben alles probiert, dann habe ich eingeladen, ich habe geredet mit Ivan, er könnte kommen, dann ist er doch nicht gekommen. Dann jetzt fordert der Lom Ali Eskiew heraus und das habe ich gar nicht verstanden. Dann habe ich gedacht, ja, was ist das? Das geht doch nicht. Er sagt mir, lass uns zusammen trainieren. Ich will kommen zu euch, Lom Ali, du, ihr seid sehr gute Kämpfer. Ich wollte zusammen trainieren. Aber wenn auf einmal er fordert Lom Ali heraus, dann ist das für mich auch eine Herausforderung. Und das habe ich nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns kämpfen. Wenn du jetzt gegen Lom Ali kämpfen willst, Lom Ali ist ein ganz anderes Level. Ich will gegen dich kämpfen. So habe ich den herausgefordert. Eigentlich hat mir gar nicht interessiert. Ich habe eine andere Pläne gehabt, aber für diesen Kampf, wenn Octagon mir das angeboten hätte, ich habe Angebot schon vom PFL gehabt. Ich würde PFL zuerst absagen, bei Octagon gegen Kexel kämpfen, dann zum PFL gehen. So habe ich mir das gedacht. Aber ich habe eine Woche oder knapp eine Woche gewartet. Ich habe nichts bekommen von Octagon. Dann habe ich gesagt, okay, dann soll ich dann wechseln. Ja. Ja, okay. Ja, interessant auf jeden Fall auch an die Zuschauer, die einfach jetzt auch wissen, warum der Kampf nicht zustande gekommen ist, finde ich gut, wie du es auch erklärt hast. Interessant auf jeden Fall auch so hinter die Kulissen zu blicken, sage ich mal. Und zeigt ja auch bei euch so zwischen euch Tschetschenern und, sage ich mal, Landsmännern einfach, wie sehr ihr zusammenhaltet einfach. Das finde ich schon sehr, Das sehr sollte krass. so bei, das Bei sollte allen. bei allem so sein, nicht nur bei uns. Das Das sollte bei stimmt. allem so sein. Wenn man dich heute ein, er nennt dich, ich nenne dich jetzt ein Freund, morgen poste ich was, ich sage, komm, lass uns kämpfen, das geht doch nicht. Entweder bist du ein Freund oder bist du ein Feind. Wenn er schon am Anfang gesagt hätte, in Zukunft, ich will gegen dich kämpfen, kein Problem, ich. Wir sind doch Menschen, der hat gleiche Hände, gleiche Beine. Ich kämpfe gegen jeden, ist kein Problem. Aber er darf doch nicht sagen, wir sind Freunde, Bruder, dies, das und dann herausfordern. Das geht bei uns nicht. Und wenn man sowas macht, dann egal wie viel Mal er sich entschuldigt, diese Entschuldigung wird nicht angenommen. Ja, Wenn klar. wir uns in live sehen, ich will einmal mit Kixel reden, ich will schauen, also. Wieso hat er das gemacht? Dann vielleicht geben wir uns Hand und das wird geklärt. Ja, das ist doch schön, wenn das wieder so ein Zusammenfinden bekommt auf jeden Fall. Ich würde sagen, schließen wir das Thema Keksel ab. Wir haben jetzt lange genug darüber geredet. Springen wir lieber mal wieder zu deinen Kämpfen. Dein letzter Kampf bei Unity Fight Series hast du gegen einen Georgier gemacht, hast ihn auch dominant geschlagen. Und man wusste schon so, ey, wenn du den Kampf gewinnst bei Unity Fight Series in Lüneburg, dann weiß man, okay, da kommt was Größeres einfach. Da kommt dann der große Vertrag, für den du auch lange, sag ich mal, gekämpft hast, trainiert hast. Und so ist es auch gekommen. Und viele, viele Leute, ich habe viele gehört, die sagen, ey, Hussein Kadymagomaev wird bei UFC kämpfen, in Paris wahrscheinlich, wird einen UFC-Vertrag unterschreiben oder Dana White's Contender Series. Warum, kannst du so ein bisschen erzählen, warum ist es am Ende nicht die UFC geworden und trotzdem dann die PFL? Ich hab Angebot bekommen von UFC, ich sollte in Riad kämpfen, Saudi-Arabien. Wann war das? Ich habe jetzt vergessen. Im Juni war das, glaube ich. Juni, ja. Ich habe 5 Tage vor Kampf Angebot bekommen. Das war so abgemacht, also mit meinem Management. Mein Management hat mit Sean Shelby geredet. Da haben die gesagt, okay, wir sind interessiert. Aber durch Dana White Contenders. Der soll Dana White Contenders kämpfen, einen Kampf gewinnen. Und bei UFC oder soll er einfach für Short Notice warten? So einen direkten Weg haben die nicht gegeben, so für sofort einen Vertrag. Entweder Dana White Contenders oder Short Notice. Ich habe mir gesagt, ich will nicht bei Dana White Contenders kämpfen, ich will warten für Short Notice bei der UFC. Ich habe gewartet, das war so abgemacht, dass in Manchester oder Paris ich werde eine Chance bekommen, wenn jemand sich verletzt. Ich habe mir nicht gedacht, dass die bei Riad eine Chance geben.
Ich habe gewartet, 5 Tage vor Kampf hat mein Management angerufen, hat gesagt, du hast Kampf bekommen gegen eine Tadjike, 66 Kilo. Ich musste mir ein Bein wegschneiden, damit ich 66 Kilo mache. Ich habe gesagt, lasst uns 69 machen, haben die nicht zugesagt. Dann, ja, das war so. Dann habe ich meine Möglichkeit verpasst. Dann haben die gesagt, okay, soll warten, vielleicht bekommt er noch eine Chance. Ich habe gewartet bis ungefähr noch einen Monat habe ich so ungefähr gewartet. Dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt so immer in Form zu sein und mit Gewicht, so ein bisschen Gewicht halten, das war eigentlich sehr schwer. Dann hat mir mein Management wieder gesagt, du hast noch eine Möglichkeit, willst du bei Dana White Contenders kämpfen? Ich habe gesagt, nein, ich will nicht. Dann gab es Möglichkeiten bei KSW, bei Ares, PFL, One Championship. Überall gab es so Möglichkeiten, aber ich habe mir das Beste herausgesucht und das war Bellator und PFL. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall verständlich, dass du nicht immer warten wolltest, sage ich mal. Ich habe gerade mal nachgeguckt, war das der Kampf gegen Muhammad Naimov? War Ja, das der genau. Kampf? Ja, genau. Wo dann der Octagon Champion in Lima Ja, eingesprungen ist. genau. Habe ich nämlich schon gedacht, ich habe gerade nur den Namen gesucht. Kannst du so ein bisschen erzählen, warum du keine Lust hast, auf Contender Series dort zu kämpfen? Ja. Das ist nicht so. Nein, ich will nicht da kämpfen. Natürlich, das geht um UFC. Ich habe Bock da zu kämpfen. Aber das ist so eine Sache, 50-50. Bei Dana White Contender sind fast alle starke Jungs. Ich würde nicht sagen alle, aber fast alle sind stark. Und ich habe Angebot bekommen, 70 Kilo da zu kämpfen. Und ich habe im Brave, ich habe ein paar 70 Kilo Kämpfe gemacht, aber ich bin nicht eine 70 Kilo Kämpfer. Ich bin 66er. Ich wiege nicht so viel, dass ich die ganze Zeit und vor allem in der UFC bei 70 Kilo kämpfe. Ich habe gesagt, wenn es gibt eine Möglichkeit 66, ja, vielleicht würde ich kämpfen. Und da gab es nicht nur 70 Kilo, dann habe ich mir gedacht, und ich habe mir so viel überlegt, ich habe keinen Bock gehabt. Also ich dachte, zu viel Risiko, besser kämpfe ich zweite Veranstaltung der Welt, mache hier ein paar gute Kämpfe und das kann doch weitergehen. Ich bin jetzt nicht 35 Jahre alt, deswegen ich habe noch viel Zeit, ich kann jetzt noch ein paar Kämpfe machen und immer noch zur UFC wechseln oder Bellator Champion werden und da weiter zu kämpfen. Alles ist möglich. Ja, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, du hast ja auch angesprochen, 70 Kilo, also was da für Monster auch rumlaufen in der UFC. Und wenn du sagst, du bist einfach ein 66er, dann ist das auf jeden Fall verständlich. Kommen wir mal zu PFL oder beziehungsweise Bellator. So, was sind so deine Pläne, dort zu kämpfen? Ich meine, du hast bei der PFL, gibt es ja die Möglichkeit, an diesem 1-Millionen-Turnier teilzunehmen in den USA. Es gibt aber auch die Möglichkeit, PFL Europe, also dieses kleine 100.000er-Turnier zu kämpfen, und es gibt halt Bellator. Wo siehst du da so deine Zukunft? Hast du da schon ein bisschen Gedanken gemacht, die Leute dir da angeguckt? Ja, ich habe sofort, also wenn ich Angebot bekommen habe, ich habe so Featherweight Rankings eingeguckt, Top 10. Da gibt es ein paar gute Namen, ein paar gute Kämpfer, so Pitbull, Patrick oder Pitbull ist der Champion da. Also ich denke mir, momentan Top 10 gibt es so drei, vier sehr gute Jungs. Alle anderen könnte ich besiegen. Ich habe mir die Kämpfe angeguckt, fast von allen und einige kenne ich. Und ich habe auch Angebot bekommen, sofort gegen eine Top 5 zu kämpfen. Aber leider hat er zuerst zugesagt, dann entweder sein Management oder jemand hat gesagt, nein, du solltest nicht ihm eine Chance geben, der macht seinen ersten Kampf. Und du gibst ihm sofort Kampf gegen Top 5, das geht nicht. So wie ich gehört habe, haben die dann gesagt, ja, dann
kämpfe nur gegen eine andere. Jetzt habe ich einen anderen Gegner bekommen. Leider kann ich noch nicht sagen, wer und wo alles, aber das wird bald jetzt kommende Monate, werde ich mein Debüt bei Bellator machen. Ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Da freuen wir uns auch. Also ich sag mal so, und wenn es nicht in die UFC kommt, dann vielleicht als Bellator Champion oder sonst was. Ich würde sagen, auch vor allen Dingen bei PFL Bellator. Also ich sag mal so, UFC ist wahrscheinlich so das Höchste, aber ich glaube, da liegt vor allen Dingen auch das Geld, muss man auch einfach mal so denken. Klar, man redet immer von sportlich, aber so Geld ist natürlich auch wichtig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und da verdient man, glaube ich, kann ich mir ganz gut vorstellen, ganz gutes Geld. War dieser Geldfaktor auch eine Rolle oder hast du darüber gar nicht nachgedacht? Das, also wenn ich jetzt Geldfaktor angucke, ich habe auch von One Championship fast das gleiche gehabt. Okay, krass. Und deswegen, also ich habe mir einfach geguckt, dass Plattform wie, also Show, wie das alles abläuft und hat mir einfach das Bellator und alle kennen Bellator. Bellator ist ja... Ich war ein ganz kleines Kind, wenn ich Bellator so das erste Mal so gehört habe. Deswegen, das ist auch UFC war so ein Traum für mich und Bellator ist so ein bisschen kleineres Traum als UFC. Deswegen, ich habe Bellator gewählt. Ja, ich würde auch sagen, also du hast auch selber gesagt, du bist noch jung, das kann alles passieren. Ja. Du kannst auch als Bellator Champion werden, dann in die UFC gehen. Ich würde sagen, wir haben ein ganz gutes Bild von dir bekommen. Bisschen Vergangenheit, bisschen auch jetzt, was so abgeht bei dir. Danke erstmal für deine Zeit, dass du die Zeit genommen hast. An die Zuschauer, ihr habt, glaube ich, ein gutes Bild jetzt von Usain bekommen, ihn ein bisschen besser kennengelernt. Deswegen schreibt in die Kommentare, so, ey, wie weit schafft er es? Vielleicht sogar auch mal bald in die UFC. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und Usain, dir gehören die letzten Worte. Danke dir, Julian. Danke an alle Jungs, an alle Leute, die mich unterstützen. Ich bekomme viele Nachrichten und Fragen bezüglich mein Debüt. Mein Debüt wird bald sein, jetzt kommende Monate. Ich denke, jetzt in ein, zwei Wochen wird das offiziell alles gepostet. Ich will einfach alle bedanken und unterstützt uns alle. Und ja, let's go. Yes, also wir sehen uns. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ciao, ciao.